Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir zocken wieder weiter. Und ja, bei mir ist es nun so, dass wir, oder dass ich, in 4K zocke. Ich find's auf jeden Fall mega geil. Und ich hoffe, ihr auch. Ihr seht zwar nur 1080p, aber ja, auch für euch sollte es nun besser aussehen. Wir wollen nun endlich hier reingehen und diesem Geist folgen, den wir ja schon gesehen haben. Und sind dann bei der Statue der Göttin. Und was ist das? Ist es das Master Sword? Da ist sie. Ich hab dich erwartet, dich von meiner Schöpferin auserwählten. Pfei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit aus einer... What the fuck? What the fuck? Okay, sorry. Was ist das? Moment, hab ich mal wieder irgendeinen Werbungsscheiß angeklickt? Digga, verpisst euch. Was ist das? Meine Fresse, sorry. Ich komme in jenseits der Zeit aus einer fernen Vergangenheit, um dir den Schicksal anzutragen. Dieser Zweck meines Daseins. Ganz schön sinnloser Zweck des Lebens für dich, aber okay. Das Schwert in deiner Hand, mein Gebieter, Benny. Alles klar, wenn wir schon so weit sind. Ein geheimnisvolles Raum, ein plötzliches Erscheinen. Die Angst und Sorge um deine Freundin. Woher weiß sie ja davon? Welche ärgernde Seele verwundert mich deine Reaktion nur wenig. Wie, du bist ein Sport-1-Reporter? Und auch schon mal ein Bildreporter? Piss dich. Boah, Digga, dieser Lüfter, ne? Der ist die ganze Zeit bei meinem Bein. Ich dachte gerade, da ist die ganze Zeit so ein Spinnennetz. Boah, Digga, das fühlt sich so geil an. Ach, Mann. So lass ich mir dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimme zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zelda, das Leben ist nicht verloren. Das heilige Maid, Zelda und dich, ich erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, sei nun das Schwert in die Hand. Der Typ checkt absolut gar nichts, ne? Das ist der größte Hauptschüler, den die Nintendo-Geschichte je gesehen hat, oder? Ich bitte dich, bist du bereit für diese Aufgabe? Bruder. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zücke es und strecke es himmelwärts. WTF. Nein, aber bitte nichts wieder mit der Wii-Fernbedienung, oder? Oh nein. Nein! La 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 la. Ich bin Harry Potter und schwing das Schwert. Und halt es nie so hoch wie es geht. Weil das geht ja nicht in Ordnung, damit komme ich weiter. Ich möchte den LPA so heftig nerven. Und das geht! Ja. Nein! Ich hab dich einfach nur nach oben gehalten. Ich liebe mein Leben. Soll ich weiterhalten? Ja. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Alles klar. Was ist denn jetzt los? Also. Oh mein Gott. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Alles klar. Die ist ein bisschen krank im Kopf, kann das sein? Benny! Ich helf. Kann es sein, dass du es bist, Benny? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des heiligen Schwertes betreten wird. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in diesem Geheimnis eingeweiht. Von Generation zu Generation.
Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann von der Eingabe des Schwertes, dessen Geheimnis ich lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich es je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung seit meines Lebens erfüllen würde. Who the fuck is that? Es ist wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert, beinahe noch ein Kind wird durch beschützende heiligen Kraft. Willst du dich verarschen, Alter? Die mündliche Überprüfung war anders, Mann. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Was ein Spaß damals. Der gleiche Spaß ist ja noch in dir. Viel hast du nicht gehabt. Hey, was soll die Scheiße heißen? Soll ich mal Streberwissen machen? Okay. Er wählt von der Göttin der Jüngling. Jetzt zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals. Er wählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen. Gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. Zelda! In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Digga, Link checkt halt einfach absolut gar nichts, weil der Typ einfach nichts weiß. Da habe ich ja mehr im Kopf. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden, um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen. Musst du das Wolkenmeer überqueren, musst du hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Und dorthin zu gelangen musst du die Wolken durchqueren. Noch nie ist es jemandem gelungen. Oh, Digga, ich liebe diesen Soundtrack. What the fuck is that? Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland dir geschrieben. Nehmen sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schweren Steinen gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gegen den Himmel streckst. Nein, nicht schon wieder, oder? Schicke dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Nein! Nein! Why? Ja? Ja! Oh mein Gott, ja, Mann. Aber der Sound gefällt mir irgendwie auch nicht so. Oh yeah. What's that? Ein Tropfen Hoffnung, um den Boden des Erdlands zu erreichen. Gebieter! Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolken verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Hört, musst du hin. Ey, ohne Scheiß, ich habe gerade bei passieren pissen gelesen. Ich weiß nicht wieso, aber... So, mein Vater war gerade drin, deswegen muss ich ganz kurz pausieren. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet. Scheiße, ich kann nicht lesen, aber kacke. Ich erkenne dich als recht bisschen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drück Steuerkreis nach unten, um mich zu rufen. Oh mein Gott, meine Mutter hat gut Essen gekocht. Ich rieche es schon. Oh mein Gott, ich möchte runtergehen, aber ich kann nicht mehr zocken. Benny, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist. Aber es ging eine große Herausforderung für euch. Wenn Pais Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt, du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen. Benny, jemand weiß, welche Prüfung das Schicksal für dich vorgesehen hat. Du versprichst mir meine Tochter, versprichst mir sehr zu retten.
Beweise mir, dass die Offenbarung tatsächlich wahr ist. Ich erbitte dich, Benny. Ich werde das schaffen. Ich will dir glauben. Hab Dank, Benny. Auf jeden Fall, Mann. Wir werden's tun. Wir werden mit links, Link. ruhig die Wolkendecke fliegen und Zelda retten. Sehr schnell, diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesem Kleinen kannst du deine Reise nicht antreten, Benny. Da du die Vogelreiterzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Bitte, mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten ziehst du morgen gleich an. Alles klar. Danke. Vater von Zelda. Wir haben gar nicht seinen richtigen Namen erfahren, oder? Kann das sein? Möchte das Spiel speichern? Klärchen. Jo. Ritterschule. Alles klar. Und Link ist vorbereitet. Das Heldengewand aus Ocarina of Time und anderen Teilen. Geil. Sie ist ihre Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz gut. Ja. Werden wir auch lange genug behalten. Wir müssen damit, ja, fast alle Zelda-Spiele außer Breath of the Wild durchspielen. Twilight Princess gab es das, glaube ich, auch nicht. Aber okay. Pass auf dich auf und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in einer Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Sollst du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Warum sind eigentlich alle bei Zelda immer solche Gottesfanatiker? Naja, soll vielleicht gutes Vorleben. Und vielleicht in Japan oder so ist das auch immer alles gut gemeint. Gibt es jetzt vielleicht eigentlich mal in unserem Schrank was Besseres? Hä? Haben wir den nicht schon mal bekommen? Mehr gibt's nicht. Naja, ich vertraue dem Braten mal. Und dann gehen wir mal hier raus. Hey. Benny! Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du siehst unglaublich. Du wirst etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Echt? Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Vielen, vielen Dank. Das ist deine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du damit in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Schild, das klingt gut. Herztrank auch. Benny, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Ja, das hoffe ich auch. Gut, gehen wir mal in die Schule, um unserem Mathelehrer auf Wiedersehen zu sagen. Der ist nicht hier, aber das wäre anders. Ah, Glückwunsch, Benny. Du bist in der Oberstufe aufgestiegen. Dies Jahr ist die Uniform also grün. Finde ich scheiße, aber Zelda würde sich freuen, dich so zu sehen. Mach dir keine Sorgen, wo auch immer sie sein mag. Ihr geht es sicher gut und du siehst sie bald wieder. Ja, du bist anscheinend ganz nett. Ja, sind die Frauen ja häufiger. Bardos Reich. Oh mein Gott! What the fuck? What the fuck? What the... What? Digga, was? Oh Leute, wir können sie rufen. Du hast mich gerufen, Gebieter. Information. Worüber möchtest du etwas erfahren, Gebieter? Umgebung. Dies ist die Ritterschule. In diesem Gebäude befindet sich auch sehr das Zimmer, doch die Tür dazu ist verschlossen. Achso, ich dachte, sie kann mir jetzt irgendwie sowas darüber erzählen. Ist es geil, Alter! Wir können seinen Schrank gucken. Du solltest besser nicht in andere Leute-Schränke stöbern. Hat man da jetzt ein Easter Egg gesehen? I don't know. Der ist bestimmt so ein richtiger Ganondorf-Fan. Zelda, du bist ganz allein du schuld. Du hast auch gewonnen, ohne überhaupt richtig fliegen zu können. Dann ist es wohl an mir, Zelda aus ihrer mystischen Lager zu retten. Warte nur ab. Boah, ich hoffe, Ganon wird dich vernichten, Alter. Ich hoffe, der wird dich in Stücke reißen, Alter. Gut. Ach.
Du bist als Einziger mit guten Noten belohnt worden, ne? Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Es ist ja schon Zelda, dann kommt Barlow nicht mehr aus seinem Zimmer heraus. Und nach all dem bist du ganz allein du schuld. Du ganz alleine. Digga, wenn du besser gewesen wärst, dann wärst du jetzt schuld. Rex und Strews Zimmer. Hä, da können wir auch rein? Können wir irgendwas finden? Lol. Das ist aber ziemlich klein. Na, wohnen auch zwei Leute drin. Aber eigentlich müsste es ja dann größer sein. Jiro's Zimmer. Warte, stand er denn nicht gerade? I don't know. Können wir in die Schränke reingucken oder so? Ah ne, wir können ja da überhaupt nichts rausnehmen. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Ah, wir können leider nicht rollen, oder? Nee, leider nicht. Das funktioniert mit dem Controller nicht. Naja, wir sind auch so schnell, hoffentlich. Okay. Dann verpiss dich mal. Wir gehen mal zu Omi. Omi! Oh, gehst du? Dann muss ich jetzt wohl weniger kochen. Pass auf dich auf. Das wird meine Mutter ernsthaft zu mir sagen, wenn ich ausziehe. Komm wieder jetzt zurück, denn es geht nichts über ein nettes Schläfchen in meinem eigenen Bett. Im eigenen Bett. Ja, danke, Omi. Ein netter Abschiedsgruß. Gruß.